Frohes Neues, meine Lieben. Hier ist Anfang Januar. Das Video kommt wahrscheinlich erst Ende Januar, Anfang Februar. Aber ich habe mir gerade einen Neujahrsvorsatz gesetzt. Und zwar ein bisschen mehr Ordnung und Struktur bei mir zu Hause. Denn bei mir ist es so, je stressiger das Leben wird und je mehr Unruhe auch in meinem Kopf entsteht, desto mehr Unordnung entsteht zu Hause. Und ganz speziell sieht man es immer am Kühlschrank. Ihr dürft gleich da mal reingucken und ich habe extra vorher nicht aufgeräumt, damit ihr auch wirklich mal einen authentischen Einblick bekommt, wie katastrophal es in meinem Kühlschrank zugeht. Das heutige Ziel ist, das Ganze auszuräumen und dann strukturiert einzuräumen. Denn ein korrekt eingeräumter Kühlschrank, der hat ziemlich viele Vorteile. Nämlich einmal ist die Übersicht besser, aber auch, und das wissen viele nicht, die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist besser, weil so ein Kühlschrank unterteilt ist in verschiedene Bereiche. Dazu gleich ein bisschen mehr. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal rein, oder, Paul? Wie sieht dein Kühlschrank eigentlich aktuell aus? Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Gut, du bist auch erst eingezogen. Bei mir ist einiges drin. Ich wohne seit einem Jahr hier und mein Kühlschrank ist aktuell, ich gehe mal hier rüber, wirklich so unaufgeräumt, wie er seit langer, langer Zeit nicht war. Das ist alles von fertigen Essen, die ich gestern getestet habe für den heutigen Videodreh, von aufgebrochenen Joghurtbechern, die irgendwie nach hinten wandern und wahrscheinlich nicht mehr allzu gut aussehen. Es wird ein Abenteuer. Ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal alles raus, sich einen Überblick zu verschaffen und dann das Ganze ein bisschen sinnvoller wieder einräumen. Der gute Rotkohl ist auch noch da. Ich weiß nicht, wie lange der schon da ist. Der hier mittendrin. Cheers. Das ist auf jeden Fall mein Favorite. Uhu Super Power Mini Kleber, 1 Gramm. Wie kommt der da hin und wieso? Der Kühlschrank ist leer, die Küche ist dermaßen voll. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Zeug habe. Ist krass, wenn man es nochmal so sieht. Die Chance jetzt nutze ich natürlich, um ihn auch direkt mal ein bisschen zu reinigen. Dementsprechend sehen wir uns in 10 Minuten oder sowas. Krass, wie so ein Kühlschrank zumüllt, oder? Wie dreckig das ist. Ich habe den ja auch vor 3 Monaten oder sowas erst geputzt. Könnt ihr mir mal schreiben, wie oft putzt ihr euren Kühlschrank? Hand aufs Herz. Ich mache es wirklich selten. Vielleicht alle 6 Monate oder sowas. Katastrophal. Und so ein großer Kühlschrank, der verleitet einen natürlich auch so ein bisschen dazu, viel reinzupacken. Und vor allem bei mir ist es, glaube ich, das Thema so Konserven und Sachen, die offen sind, von irgendwie Jalapenos über Hoisinsoße und allem Möglichen, was man halt dann angebrochen hat und in den Kühlschrank packt. Putzt den Kühlschrank. Oh, Kühlschrankreiniger. Wir haben Kühlschrankreiniger. Vielen Dank, Schiri. Ja, bedien dich. Wir haben mehr als genug. Du bist Teil des Videos, Schiri. Ich muss dich Aurelie nennen, nicht immer Schiri. Alle Leute denken sonst, dass du Schiri heißt. Etwas ist explodiert in dem Kühlschrank. Ja. Ja, oh Gott, wir hatten eine rote Beete, Max. Sacker, das. Aber das war ein Monat im Kühlschrank, weil ich gedacht habe, oh nee, dieses Mal, ich mache es nicht. Das ist sein Ding. Weil ich esse gerne rote Beete. Aber dann, natürlich nach einem Monat, weil wir noch da, dann muss ich das putzen. Merci für deinen Auftritt als meckernde Freundin. Gut, Tee habe ich mal wieder vergessen, wie immer. Ich glaube, jetzt ist er kalt. Der Kühlschrank ist sauber und jetzt ist es Zeit, etwas Struktur reinzubringen. Ich habe mir gerade aus Aurelies Bastel-Ecke ein bisschen Washi-Tape, einen Stift und solche Etiketten besorgt und werde jetzt das alles labeln und bekleben. Das ist auf jeden Fall das Deutscheste, was ich in meinem Leben gemacht habe, glaube ich, meinen Kühlschrank mit kleinen Aufklebern zu strukturieren, aber es ist halt wahnsinnig effizient. Vor allem, weil einmal es als Reminder für mich gilt, dass eine Sache wirklich nur dorthin gehört, aber auch für andere Leute, die halt in einem Haushalt sind oder auch die zu Gast sind. Aurelie zum Beispiel weiß dann auch direkt, was wohin gehört. Alles hat seine Ordnung. Eden, der kann es zwar noch nicht lesen, aber in 3 Jahren spätestens wird er mir auch dankbar sein über die Etiketten. Und es bleibt einfach alles an seinem Platz. Weil ich glaube, wenn man es nicht definiert, wenn man den Platz nicht definiert, wo es hingehört, dann wird es früher oder später sowieso wieder woanders landen. Und das ist genau, was in der Vergangenheit immer passiert ist. Ganz wichtig zu wissen bei so einem Kühlschrank, der ist nicht überall gleich kalt. Man denkt es vielleicht, weil man die kleinen Unterschiede nicht spürt, aber es ist tatsächlich so, dass sie hier unten am wärmsten ist, mit so 10 bis 14 Grad in der Regel, dann am kältesten, also hier müsstet ihr Fleisch, Fisch und verderbliche Sachen hinmachen und dann nach oben hin wird er wieder wärmer und hier oben sind es wieder um die 10 Grad. So ein bisschen unterschiedlich ist das natürlich je nach Kühlschranktyp und auch je nachdem, wie ihr euren Kühlschrank eingestellt habt. Aber diese Systematik, das ist ganz unten warmes und ganz oben ist immer gleich. Wir räumen jetzt das Ganze ein und dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Ich mache es eigentlich so, dass ich die Sachen, die ein bisschen kleiner sind und schneller verbraucht werden, immer ins obere Gemüsefach mache und unten dann eher so die Kohlsachen, die Sachen, die wirklich lange haltbar sind,
oder die einfach Platz brauchen. Was auf jeden Fall nicht in den Kühlschrank sollte, sind Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch. Die Sachen lieber irgendwo, wo es trocken und dunkel ist, lagern. Und was ich auch neu dazugelernt habe in der Recherche, tatsächlich Südfrüchte. Also Zitrone und Limette packe ich irgendwie automatisch immer direkt in den Kühlschrank. Ist aber Quatsch, weil gerade Südfrüchte diese Kälte nicht wirklich gut vertragen und es sich auch eher negativ auf den Geschmack ausübt. Außerdem, was auch nicht rein sollte, was viele, viele Leute in den Kühlschrank machen, sind Tomaten. Egal ob jetzt Cherry-Tomaten oder normale Tomaten, die verlieren einfach ihren Geschmack, wenn sie mit Kälte in Kontakt kommen. Und deswegen lieber woanders lagern, wo ihr sie im Blick habt. Das Fisch- und Fleischfach ist bei mir wahrscheinlich das Fach, was am wenigsten benutzt wird. Ich esse ja relativ wenige tierische Produkte. Dementsprechend kommen gerade mal die Wiener Würstchen von Eden damit rein. Der futtert die hin und wieder und ich packe meinen Tofu noch mit dazu, damit auch die Proteinsachen hier alle auf einer Ebene sind. Als nächstes kommen dann die Urgesteine. Das sind die von uns ausgewählten Sachen, die einfach ewig lange haltbar sind. Diese Tomatenstreifen habe ich auch schon bestimmt ein halbes Jahr oder sowas. Diese Peking-Duck-Soße, die wird einfach nicht schlecht. Ich glaube, die war schon auf der Welt, als ich noch nicht auf der Welt war. Die kommt ganz nach hinten hier, denn das sind so Sachen, die brauche ich auch relativ selten. Und dementsprechend macht es ja auch nichts, dass die nicht so gut erreichbar sind. Denn wenn ich sie brauche, dann weiß ich, dass sie da sind. Zu den Urgesteinen zähle ich dann auch noch meinen eingelegten Rotkohl und grundsätzlich so eingelegte Sachen, die einfach verdammt lange haltbar sind. Das Rezept zum Rotkohl, falls ihr euch nochmal weihnachtlich werden sollte, verlinke ich euch da oben. Auf die Ebene kommt jetzt Käse und alles Mögliche. Ich persönlich bin laktoseintolerant und deswegen esse ich von den meisten Sachen davon nichts. Das Zeug hier auch, kauf es lieber nicht, ist viel total überteuertes. Vitamin-gepumptes Milchzeug hat Kenmann ein sehr gutes Video dazu gemacht, kann ich euch da oben verlinken. Da kommt jetzt auch der Sojajoghurt rein, auch wenn er ein bisschen länger haltbar ist. Einfach der Ordnung wegen packe ich dann alles, was ich in meinem Kopf so ein bisschen als Milchprodukt auch da habe, damit rein. Nächster spannender Punkt, die Milch. Die hätte ich jetzt intuitiv erstmal in die Tür gestellt. Da ist es aber zu warm für die Milch und damit die möglichst lange haltbar bleibt, stellt die lieber hier auf die Glasebene in die Mitte, relativ weit oben. Da ist es nämlich noch kühl genug, damit die Milch auch lange haltbar ist. Den Kühlschrank am besten zwischendurch immer zumachen oder auch mal komplett ausstöpseln oder ausmachen, während ihr den einräumt. Einfach damit ihr euch einmal die Energie spart und ja, es einfach ein bisschen nachhaltiger ist. Wir haben es tatsächlich dummerweise vergessen und auch brauchen wir das Licht da drin, damit wir es gut filmen können. Aber stellt ihn ruhig komplett aus, wenn ihr mal so eine Aktion macht, gerade wenn ihr ein bisschen intensiver putzt. Das sind wirklich nur Sachen, die ich nicht esse, das ist lustig. Könnte ich auch Eden- und Urli-Ebene nennen. Und oben kommt dann alles rein, was schnell zu verbrauchen ist oder wo ich weiß, dass ich es eh in den nächsten Tagen verbrauchen werde. Gerade so Sachen wie angefangener Hummus oder vorgekochte Nudeln für Eden, die packe ich alle hier oben hin, auch um so ein bisschen für mich selbst den Überblick zu bewahren, was in Kürze gegessen wird. Weil das Schlimmste, was mir auch immer früher passiert ist, wenn der Kühlschrank totales Durcheinander ist, dann wandern Sachen nach hinten, man sieht sie nicht mehr und man weiß gar nicht, dass man sie jetzt in den nächsten 2-3 Tagen essen muss. Und deswegen sieht es da oben dann ein bisschen chaotischer aus, aber dafür hat man eben den Überblick, was alles verbraucht werden muss. Hier oben kommen dann die ganzen Soßen und Dips rein, sofern sie dann auch in das kleine Teil hier passen. Die größeren Sachen, also große Ketchupflaschen oder sowas, die mache ich dann noch ein bisschen weiter nach unten. Hier kommen dann die ganzen Getränke rein von den gesunden Sachen, Kokosnusswasser und Kombucha, rüber zu den ungesunden Mate. Offene Fruchtsäfte, die schnell weg müssen, noch mehr Mate. Ich habe ein kleines Problem, I know. Und Sachen wie, ja, und kleinere Sachen, die einfach gekühlt werden, so wie ein bisschen Tonic Water oder sowas für einen Gin. Die guten belgischen Biere, die wir immer fleißig exportieren, die kommen hier unten rein. Alkoholfreies Corona kann ich übrigens sehr empfehlen. Mit einer Limette wirklich brutal lecker. Die beiden Haferdrinks, die packe ich einfach da rein, weil sie da besser hinpassen. Die Ordnung wird sowieso in einer Woche anders sein. Wir wissen es doch alle, oder? Es wird ein absolutes Chaos. Ich lebe hier einen Traum, eine Illusion vor. Nee, schreibt mir mal ehrlich, wie sieht euer Kühlschrank jetzt gerade aus? Das interessiert mich wirklich, weil ich kann doch nicht der Einzige sein, bei dem es jedes Mal wieder so ein Chaos wird. Ich bin auch ein schlechtes Beispiel, hier den Kühlschrank die ganze Zeit offen zu lassen, Mann. Dann kommen wir eine Etage drüber zu den Eiern. Weil ich nie so viele Eier habe, nutze ich das Fach vor allem auch für die Sachen, die ich entweder täglich benutze oder auch die ich sonst einfach nicht wiederfinden würde, wie zum Beispiel Ingwer. Ingwer ist bei mir der Klassiker, der immer irgendwo verschwindet im Gemüsefach, weil man den einfach nicht, wenn man den aus dem Auge verliert und dann kriegt man den irgendwann geschimmelt zurück. Deswegen direkt hier oben hin, dass ich immer dran denke, ich habe noch Ingwer, den auch weg benutze. Dann so ein paar kleine Snacks, die gekühlt werden müssen, weil die auf Dattel basieren. So Kühlpacks. Jedes Elternteil kennt es, wie wichtig es ist, Kühlung zu haben, wenn ein Kind Mist baut. Und dann nicht zuletzt Make-up, I guess. Ja, keine Ahnung, die mache ich einfach hier hinten dann mit rein. Wird Aurélie schon finden, wenn sie es braucht. Scheinbar muss es gekühlt werden. I don't know. Muss es? So, nicht zuletzt kommt natürlich auch unser Klebstoff wieder zurück und findet seinen Platz.
Für mich auch spannend zu sehen, gerade was so alles in unserem Kühlschrank war, was eigentlich gar nicht unbedingt gekühlt werden müsste. Angefangene Früchte und so, klar, die kommen dann ins zu verbrauchen. Aber klar, so ein Alkohol, gerade den, den man jetzt echt selten trinkt. Ich meine, wie oft im Jahr trinke ich Mango-Wodka? Der Flasche nach häufiger, als ich denke. muss eigentlich nicht in den Kühlschrank. Kann ich auch erstmal woanders lagern und wenn es dann ansteht, dass ich mal wieder ein bisschen mich besaufen will, dann kann er ja kurzfristig in den Kühlschrank gehen. Ansonsten Schokolade zum Beispiel, werde ich wahrscheinlich auch gleich wieder reinmachen müssen, weil Aurelie darauf besteht, ihre Schokolade leicht gekühlt zu essen, aber müsste eigentlich nicht drin sein. Und auch deswegen ist sowas, glaube ich, ganz spannend mal zu machen, damit man merkt, was so alles im Kühlschrank noch schlummert. Falls ihr den Fall habt, dass ihr einen sehr großen Kühlschrank habt, der auch einfach vom Platz her noch sehr viel Freiraum hat, dann macht die Sachen ruhig alle zurück wieder in den Kühlschrank, weil es auch sehr viel Sinn macht, den Kühlschrank zu befüllen, weil er dann wiederum weniger Energie braucht, um diesen ganzen leeren Raum hochzuheizen. Also ein voller Kühlschrank verbraucht weniger Strom als ein leerer Kühlschrank. Voilà, ein wunderbar organisierter Kühlschrank. Ich muss zugeben, so organisiert war er, glaube ich, nur 5-mal in meinem Leben. Natürlich ist die Challenge daran vor allem, das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten nicht wieder absolut verkommen zu lassen. Deswegen sage ich einfach, ich mache genau das gleiche Video in einem Jahr, wenn es euch denn interessiert. Und dann gucken wir mal Status Quo, wie es so aussieht. Und ich werde euch auch mein kleines Update geben in 2 Wochen auf Instagram. Dementsprechend folgt mir auch gerne da. Ich verlinke es euch mal da unten. Und jetzt nehme ich mir eine kühle Mate als Belohnung aus meinem wunderschön organisierten Kühlschrank. Cheers, meine Lieben. Ciao.